So, also schwerste Vergiftung weiter. Jetzt ist schon 8.30 Uhr. Man hat uns wieder nicht schlafen lassen. Man hat uns heute Nacht wieder ganz schwer vergiftet. Man hat auch wieder Gas unter unseren Fenstern ausgelassen, was einströmte. Opiate und so weiter und so fort. Schwierigste Vergiftung. Gestern mussten wir einen Palmgartenbesuch abbrechen, der nicht geplant war, der Palmgartenbesuch. Weil meine Frau andauernd wegen der Vergiftung auf Toilette musste, weil da haben sich welche neben mir hingesetzt an der Straßenbahnhaltestelle. Und dann hatte sie lauter Vergiftung danach. Ne? Also wieder mit diesem Giftzeug in der Kleidung so. Ich möchte uns bedanken, dass wir bei der Commerzbank vorgestern sitzen durften, aber dann haben sie extra ein Pizza-Auto bestellt. So mit Lieferant und doof getan. Der Wind stand, war ein bisschen ungünstig, dazu war man ein bisschen zu blöd. Und das Pizza-Auto gaste dann schön aus. Dann haben sie nochmal einen Mercedes hingestellt, der schön ausgaste. Da mussten sie dann immer schön dumme tun mit dem Gepiepe alles und so. Und sehen, wie wir darauf reagiert haben, da bei der Commerzbank, wo man da sitzen kann, da wo die Rinder grasen. Ne? Natürlich hat die Commerzbank damit nichts zu tun, aber man ist auch da bei der Commerzbank in den Sicherheitsdiensten mit drin. Ne? Und auch die Sicherheitsdienste haben schon gegen uns gearbeitet, haben sich hingesetzt und gelaufen, wo wir es damals noch nicht wussten. Ne? Ja. Ich glaube 2010, ne? Immer mit Windsichtung geraucht und wir haben das dann eingeatmet, was wir in der Kleidung hatten. Und heute denke ich, sie haben auch einen Joint geraucht. Ne? Das haben wir dann auch zusätzlich eingeatmet. Natürlich hat sonst die Commerzbank damit nichts zu tun. Wir sind dankbar, dass wir da uns mal sitzen können, weil wir so eine Schmerzen haben. So, wir hatten uns entschieden, vorgestern, da denn was zu essen abends, ne? Weil wir es dann nicht mehr weit haben bis nach Hause. Und weil man sieht hier, wenn wir essen in der Wohnung, und man leitet vielleicht was ein, damit wir super schöne Vergiftung haben. Deshalb haben wir dann draußen noch was gegessen. Dann hat man das alles um uns abgezogen. Wir haben waren 2 Tage im Palmgarten. Wir haben riesig bedrängt, hat man uns von allen Seiten. Sie haben wieder ihre uralten Nilis eingesetzt, die uns provozieren müssen. Sie sehen sehr gut gezeichnet aus. Sie sind sehr ängstlich und nervös geworden in unserer Nähe. Also da ist keiner mehr mutig oder so. Und man hat uns nur beschäftigt. So, und ein neuestes Untersuchungsergebnis gestern. Man hat ja schön geübt und man hat doch wohl vor dem See irgendwo was abgeschossen. Ne? Es kann auch sein, dass man es einfach direkt aus dem Kleintransporter oder so hinten die beiden Türen auf und da rausgeschossen hat und so, damit das keiner anders sieht. Und es waren höchstwahrscheinlich nur Gasgranaten, die verschossen wurden. Also man hatte im Palmgarten keine Handgranaten eingesetzt, weil hätte ich nur irgendein Geräusch gehört, hätte ich da ja auch hingeleuchtet. Also brauchen wir da auch diese Rasenfläche nicht betreten. Brauchen keine Rasenlatscher werden, da freuen wir uns auch. Also man hat da nur Gasgranaten eingesetzt und im Moment sieht es so aus, als wenn man sie auch über den See geschossen hat. Ne? Und immer wieder haben die Trottel in ihrer Drogensucht dann auch mal einen auf den See fallen lassen und deshalb waren die ganzen Tiere da so unruhig. So sieht das im Moment aus. Wo genau, das können wir noch nicht sagen. Wir haben da im Moment noch keine Zeit, aber wir brauchen ja auch bloß die Winkel berechnen und wo das hingeht und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob man da beim See da jetzt irgendwie stehen kann und von da jetzt schießen kann. Wir müssen uns das mal angucken. Da wird ja alles umgebaut und neu gemacht. Also im Moment sieht es so aus, als wenn sie nicht so dicht an uns dran waren. So, und woran erkennt man das? Ja, wir haben uns gleich gewundert am Feuerwerk, dass um uns Nebel war. Wer steht da? Genau. Das waren natürlich auch schon die Gasgranaten. Und woanders war noch nichts und alles frei. Und dann haben wir jetzt gedacht, dass dann eben durch eine Nebelwolke hingetragen wurde. Ja, es war die Gaswolke. So, und wären die Penner dichter dran gewesen? Was ich da erkläre, dann hätten sie doch gesehen, dass wir weggehen. Weil so dicht war der Nebel nicht. So, aber das waren sie nicht, weil wir sind ja dumm und wir können nichts und man war sich ganz sicher, dass wir so blöd sind und da sitzen bleiben werden. So, man hat uns auch die ganze Zeit damit beschossen. Also es war noch nicht dunkel, dann fing man einfach schon an. Weil man war sich so sicher, dass man so viel kann.
So, und es liefen unwahrscheinliche Dinge gestern ab, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann es ja verfolgen, ne? Unser Handy bringt ja ein Signal, bucht sich ja überall ein und kam sich besonders schlau vor, wenn sie dann schon im Gewächshaus waren und so. So, und möchte auch nochmal den Palmgarten selbst sagen. Also, wir sind uns ganz sicher, dass man nicht nur einmal da alles nass gemacht hat, ne? Da dem Vorraum, wo die schöne Erdkugel, da wo sie sich immer dreht, ne? Und dass man dann da auch im eigenen Saft gesessen hat, also Narkotika oder was man da eingesetzt hat, und das richtig schön eingeatmet hat. Die waren total weg. Wir wussten davon bloß nichts. Das waren unsere alten Freunde. Und deshalb bin ich schnell reingegangen und wollte Fotos machen. So, meine Fotos wurden total verschwommen, weil ich habe das Zeug natürlich auch eingeatmet. Und ich habe kein Verwacklungsdings gehabt in meiner Bildkamera damals. Deshalb konnte ich sie nicht fotografieren. Also wenn Ihnen da Pflanzen eingegangen sind, die Jahre zuvor, sagen wir ab 2009, ne, könnte es davon sein. Ja. Weil wir haben auch jahrelang gerätselt, woher uns die Pflanzen eingehen, ne, in der Wohnung. Haben dann zum Schluss eben dann ein Virus gedacht oder ein Bakterium. Ja, und Pflanzen sind zu billig, da wird dann eben gar nicht weiter geforscht. Und wir hatten nichts mehr zum Boden nehmen und so. So, deshalb sind wir bei Ihnen noch immer vorsichtig. Wir wollen natürlich nicht, dass man Ihnen irgendwas zerstört. Jetzt ist es wieder so doll, jetzt müssen wir das erstmal wieder meiden und können nicht in der Gewächshäuser gehen. Weil Sie bereiten sich vor und Sie versprühen da einfach was, das ist denen total egal. Aber ein Glück, so eine Pflanze kann sowas auch abhauen. Die sind doch härter im Leben, als man denkt. Aber das möchte ich auch nochmal sagen. Ne? Also eiskalt werden nicht nur Menschen gefährdet, denen ist egal, ob so ein ganzes Gewächshaus umschlägt, ne? Nur weil sie denn ihr Zeugs da verteilen. Und wie gesagt, ich weiß das ganz genau. Heute kann ich mir erklären, warum ich nicht mehr richtig fotografieren konnte, weil ich war ja auch 5 oder 10 Minuten drin und wir sind ja vorgeschädigt gewesen. Und ich habe mich ja bewegt, weil ich habe ja erst alle anderen Pflanzen fotografiert und dann die ganzen Penner, die da rumgesessen haben. Und sie sind alle unscharf geworden. Da habe ich mich gewundert, dass ich so gewackelt habe. Ganz einfach. Ja, das war's eigentlich, ne? So, und Sie hören jetzt schon 8.37 Uhr, es ist Samstag. Jetzt wurde gerade wieder unter unserem Fenster ganz laut geschlagen. Sie testen das immer gleich aus, ne, wie das ankommt, wie laut das ist, wie gut wir es hören. Weil das ist dann Ihr Vergleich gleich. Gleich fangen Sie dann an, Lärm zu machen. Denen ist hier alles egal. Ihnen tut hier keiner was, ne? Polizei macht hier mit, Justiz macht hier mit, die ganzen Richter machen hier mit, ne? Also wie gesagt, wir haben ja gerade wieder erlebt, wie das Sozialgericht uns wieder zeigen wollte, wo es lang geht. So ein Vormundschaftsgericht hält es nicht für nötig einzugreifen, ne? Vormundschaftsgericht nimmt in Kauf, dass wir psychische Probleme kriegen, ne? Wie wir in der Wohnung hausen müssen. Ne? Und durch den Lärmterror und durch diese Vergiftung wird das eiskalt hier in Kauf genommen. Und dann möchte ich auch, dass die Verantwortlichen vom Rathaus, ne, bis Wiesbadener Regierung, bis die Berliner Penner, alle anderen, Schweriner Penner sowieso alle, ne, und Rostocker Penner, dann auch schön dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ne? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.